Willkommen zu Baldur's Gate 3. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir schauen mal weiter. Hier ist eine Bullywug-Trompete. Zuletzt haben wir hier die Leute auf jeden Fall erledigt. Ah ja, mit denen wollte ich noch reden. Genau, 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 genau. Schauen wir mal, ob die überhaupt mit uns... Ja, ja, Larian Studios möchte, dass wir mit denen reden, ne? The corpse regards you lifelessly. So, was ist hier los? Gegen wen habt ihr gekämpft? Stone Lords, Thugs. Threat to us all. Mhm. Und worum ging's? Territory. Control. Smuggling valuables. Ah ja. The corpse regards you lifelessly. Gegen wen habt ihr gekämpft? Stone Lord's men. Interlopers. Also, der ist auch okay. Wer ist der Steinfürst? Fury. Threat to everyone. Mhm. Was haben sie hier gesucht? Don't know. Something valuable. Ah ja. Das ist auf jeden Fall verflucht, dieses Schiffli. Ah, bevor wir da jetzt draufgehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Lange Rast, Leute. Lange Rast. Ganz easy, ganz gechillt. Ganz locker flockig. Was muss, das muss. Keiner will reden offensichtlich. Prima, gehen wir schlafen. Let's see. Haben wir uns verdient. Ach Gott. Nicht der schon wieder. Was willst du? How did you? Oh. It's you. I must have let my mind wander. Enough for you to wander in. Forgive me. I am drained. Ever since you killed Catherick and took his Netherstone, the Chosen's control of the brain has been brittle. It's rebelling against Orin and Gortash, fiercely. I suspected that when we took Catherick's stone, the brain would begin to break free. Those brain quakes confirm that my suspicion was correct. I do not know what happens now, when it receives their orders. And I do not dare guess. You feel the Emperor's fear as if it were your own. An Elder Brain enslaved is one thing. An Elder Brain unleashed will be the end of everything. Beautiful, isn't it? The mighty Prince Orpheus, contained in submissive slumber. Come. You may as well sit a while. Now that you are here, your company isn't unwelcome. Ja, eigentlich, das ist das, was Bombardin gerade denkt. Was macht ihr da? Trying to guard us. The brain is restless, but I am distracted, and my lack of focus is endangering us. I'm haunted by memories. They are relentless. I can think of nothing. No one else. Und an wen denkt ihr? Duke Stelmane, or Belin, as I knew her. I wasn't ready for her death. You thought you were my first ally. Far from it. I have long sought the allyship of others. It is the only way to succeed. Though my relationship with Belin was different from my relationship with you. Ich will jetzt nicht wissen, ob du Tentakel-Sex hattest. Wie das? In life,
She was my business partner, back when we ran the Knights of the Shield. A difficult task for a Mind Flayer. Duke Stelmane trusted me, and the city trusted her. I concede the plot, but Belin took center stage. It was she who met with the merchants, politicians, and patriarchs. It was she who negotiated deals and signed off on agreements. Her rooms played host to the most important conversations in the city. Together, we brought order to chaos. At its height, everything that happened in that city went through the shield. Through us. I could not have done any of it without her. Just as I cannot do any of this without you. But now, she is gone. Braucht ihr eine Umarmung? Ich bedauere euren Verlust. I appreciate your understanding. What I feel is deeper than superficial cures can reach. And not entirely unwelcome. Most people think that Mind Flayers are soulless husks who feel nothing. I am glad you are not most people. Ja, danke, dass ihr mir davon erzählt habt. Kann ich jetzt wieder aufwachen und weitermachen? Danke. Er nickt. Er nickt. Er schläft. Er stirbt. Egal. You have shown me great empathy. We are closer now. Close enough, I hope, that I can ask you to reconsider your position regarding your physical form. Nein. I know it is no easy choice for you. But we will have a far better time ridding the city of Gortash if you accept just a touch of illithidness. Nein. Not to mention the Elder Brain itself. Our chances against it greatly improve the more illithid we both are. Nein. Another quake. The brain is rebelling again. I need to focus. And so do you. Nein. Ich werde kein Tentakelfeind. Halleluja. Endlich aufgewacht. Ja, Group, dann gehen wir weiter, oder? Gehen wir weiter. Ja, gehen wir weiter. Auf geht's. Gibt viel zu tun. Hey, die Leichen sind weg. Da hat jemand die Leichen verschwinden lassen. Oder das Spiel hatte keinen Bock mehr auf die Leichen. Das kann auch sein. Anything of use? Schauen wir uns mal das Schiff an, oder? Vor allem das Lager. Oh. Die Waren des Steinfürsten. Hier scheint nichts Spannendes zu sein, ne? Ich meine, das ist eine versteinerte Muschel. Ich bezweifle, dass das was mit dem Steinfürsten zu tun hat, aber... Hey. Es ist Loot. Und Loot ist gut. Oh, jetzt hat er den getrunken. Warum trinkst du den? Du sollst den mitnehmen. Na toll, jetzt sind wir besoffen. Gut gemacht. Oi. Oi. Ja, Schätzelein. Kairos Warnung. Ja, ich sag mal so, die Bank dankt, ne?
trap. Das war zu spät. Aber die Knochendornstiefel sind noch da. Gewaltiger Sprung. Oi. Oi. Das war's für Karlach. Soldier. Karlach. Schau, ob die passen. Passen wie angegossen, ne? Jawohl. Ist das Blut? No. Never mind. Gut, der Schatz ist ein bisschen, ne? Also der war ein bisschen schwach, aber gut. Können wir mit dem reden? Garantiert nicht. Nee. Oder? Warte. Nee. Da geht's aber noch runter. Mehr Schätze. Oder der Feind. Ich glaube, mehr Schätze. Kann ich bitte diese eine Walnuss auch noch haben? Dankeschön. Okay. But that will fit in my pack. Ja, ich heb auch immer so die Sachen auf. Ich steige auch immer erst auf den Tisch und dann nehme ich mir Sachen runter. So macht man das als Profi. Eine Bresche in der Wand der Festung. Ja, mit. Okay. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Gehen wir wieder raus. Ja, aber hat sich gelohnt, das Ganze, ne? Also ich bin... Oh. Ich wusste gar nicht, dass diese Statue einen Bonus bringt. Wie geil ist das denn? Ey, das ist gutes Design. Ganz ehrlich, das ist wirklich gutes Design. Nicht nur Deko, sondern tatsächlich nützlich. Mega gut. Okay, ich glaube, wir können uns teleportifizieren. Obwohl, da geht es theoretisch noch weiter. Naja, schauen wir doch nochmal. Naja, ich habe keinen Bock. Nee, lass mal. Okay, wir gehen mal hier hoch. Aber da sind wir, glaube ich, hergekommen. Ja, da kommen wir her. Nee. Nee. Oh. Geil. So. So, was nun? Ich glaube, wir müssen so langsam in die Stadt rein. Ich glaube, wir haben hier in Rivington alles so ziemlich gesehen. Ich glaube, wenn wir weitermachen möchten, dann müssen wir jetzt in die Stadt rein. Obwohl, hier oben waren wir noch nicht. Das schauen wir uns noch an. Da ist auch eine Katze. What's up for discussion? Guten Tag. Can't talk just now, sorry. Alles klar. Let me have a little peace and quiet, won't you? Alles klar. Blutspuren. Oi. That's curious. Here we go.
Wo ist die Katze jetzt hin? Verdammt. Careful, I bite. Let's crack it open. Was ist denn jetzt los? Wer hat denn da so geschrien? Still alive. So that's progress. Oh, nicht schon wieder eine Luke. Überall Tunnel, 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 Tunnel. Und ein Gedanken, what? One day I'll catch a break. What? Before you lies the unconscious body of a mind flayer. What? Glistening and raw. A newborn. Unattended. How fortunate. Ich verbinde mich mal. Oh. Come no closer, you. You. What are you? What am I sensing? You are like me, like I was, a vessel yet to transform. This one is newly changed. Its body is weak, its potential ripe for harvesting. Go on, kill it, absorb its power. Nee. Help me. I am so hungry. Habt ihr so geschrien, als ich die Windmühle betreten habe? My vessel. He fought the transformation. He found it excoriating. I can still taste his terror. It is delicious, but will not sustain me. We need to feed. We need a brain fresh and frantic. To restore our strength. Ich arbeite nie umsonst. I sense you are underdeveloped. Bring me a brain and I will help you augment yourself. Mal sehen, was ich tun kann. Nee, da soll sich selbst was suchen, der Mistzack, ganz ehrlich. Ach Gott, es ist so ätzend. Es ist so ätzend. You are correct. I am ready. Weg ist er. Mal gucken, wen er futtert. Ich bin mir sicher, das war eine ziemlich böse Entscheidung gerade, aber hey, egal. Oh, ein Stoffeulenbär. Oh, ich würde gerne mit dieser Ratte sprechen. Wo ist sie jetzt hin? Wo ist der Gedankenschinder hin? Vielleicht hätten wir ihn doch töten sollen. Ups. Oh. Oh, die hat vorher noch gelebt. Ich schwör's. Open up. Und da war ein zweiter dabei. Ups. Ups. Oh, geil. Geil. Er hat die einmal mal weggehauen. Und, aber da war doch noch ein Typ dabei. Die Frage ist, wo ist der hin? Das ist aber, hat nichts damit zu tun hier. Das ist hier das mit den Hühnern. Hahaha.
Ah, oh, cool. Cool. Der Gedankenschinder ist frei. Ich möchte mir dieses Warenhaus noch ein bisschen genauer angucken. Ich glaube, da waren wir noch... Da waren wir noch gar nicht drin, ne? Ja, da gibt's einen Händler. Where did he get to? Gildra? Oh, a customer. Sorry. How can I help you? Ihr habt Gildro Angleron erwartet, den Schmied. Den kennen wir doch. Yes, that's him. He's usually the first one in. But he's not shown up today. It's not the same without the sound of his bellows in the back. Das war dieser unsympathische Schmied. He tells the best stories. Do you know him? Oder? War er das? Na, eigentlich nicht. Oh, that's a shame. You'd like him. He's a living legend. Do you know he's won best smith in Rivington 7 years in a row? Nein, hör mir auf. It's Gildro Angleion, for God's sake. Ja. If you knew how good he was, trust me, you'd feel exactly the same way. Yes, glaube ich sofort. Krasser Typ. Of course. Gildro's finest. So, was haben wir denn hier? Tanzende Brise. Zweiers Schlittenbrett. Pfeile. Oh, der Rauchpulverpfeil, der ist nice. Auf jeden Fall. Will ich den nochmal? Der ist richtig gut. Also der ist richtig stark, du. Ach, das ist ein Schild. Spannend. Ja, ich meine, so ein bisschen was können wir verkaufen, ne? So ein bisschen was haben wir ja mitgehen lassen. Das passt schon. Und dann können wir hier so einen Rauchpulverpfeil gönnen. Aber sonst ist nicht so viel da, ne? Ah. Nichts, was wir jetzt großartig... brauchen Knochendornrüstung, Kleidung. Oh, das ist eigentlich nice. Ah, da müsste ich nochmal gucken, was hast du für... Hm. Oh, teuer. Ah, die ist schon gut. Das Ding ist super. Für Karlach ideal. Let's get on with it. Ich kann jetzt von hier aus auch traden, oder wie? Keep a blade close. Ja, bringt schon so ein bisschen was, ne? So. Okay. Sonst hat die nix, ne? Gut. Come back soon. And if you... Never a dull moment. Ja, war das nicht
der Schmied, den wir letztens trafen? Blutige Botschaft. Wie habe ich den Schmied für euch gesäuert und gesalzt? Doch wagt ihr es, ihn nicht zu essen? Ich lasse nicht zu, dass sein gepökeltes Fleisch verdirbt durch den Beiß genießen. Orin. Ach, Orin hat ihn umgebracht. Alter. Orin hat also den Schmied erledigt. Ja, moin. Eisenhand, Gnome, unsere Kümmernisse. Das ist ja schrecklich. Oh, wir werden Orin so hart erledigen, ich sag's euch. Wir machen die fertig. Aber das war's wieder für diese Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Gebt ein Like und schreibt einen Kommentar. Ciao.